Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir stehen heute direkt bei der Krämerin, weil wir mal wieder ein neues Outfit für Schafel kaufen wollen. Nämlich die rechte Hand der Königin. Ein Überbleibsel der Hofmode aus den goldenen Zeiten des Königinnenreichs. Wunderbar. Was mich auch zu einer Frage bringt, die mich schon länger ein bisschen irritiert. Wenn es eine Königin gibt, was ist denn mit dem König? Den haben wir bislang nicht gesehen, von dem war auch nie so richtig die Rede, wobei der Schmiedemeister irgendetwas angedeutet hat. Aber egal, wir gehen heute in den geborstenen Gipfel hinein und starten mit Frostgipfel. 8 Schatztruhen gäbe es hier zu finden. Das kann auch interessant werden, weil womöglich gibt es auch hier wieder mal eine neue Mechanik. Aber erst einmal gibt es ein neues Outfit für Schafel und vielleicht sollten wir hier auch mal wieder Geheimniskrämer aktivieren. Ja, wir nehmen auch eine andere Spur, heute mal die Reptilienspur und anschließend eben ein neues Design. Wir hatten den wolligen Wolli schon. Und nehmen deswegen heute mal Basketballer. Ein sehr inklusionsfreudiges Outfit, wie ich finde. Und ich finde es auch cool, dass sie es überhaupt haben. Ah, der angenehme Duft von zu Hause. Das ist ja wie Schlittschuhlaufen. Okay, es gibt also Eisschieberätsel. Pass auf die Stacheln auf. Oh ja. Gut, damit haben wir auch schon mal ein neues Element gesehen und können nun die erste Truhe holen. Okay, das heißt, wir können uns in dem Rahmen auch wirklich immer nur in die jeweilige Richtung bewegen, die wir angefangen haben. Das könnte natürlich ein bisschen komplexer werden bei einigen Geschichten, aber wir schauen mal. Oh, wie schön, ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Hallöchen. Du bist sicher die Gärtnerin, oder? Oh, ein Schwert mit Ton. Ja, die bin ich. Kennen wir uns? Oh, tut mir leid, mein Gedächtnis. Wir haben deine Frau, die Bogenschützin, getroffen. Ein ziemlich harter Knochen. Meine Liebe hat das wärmste und weichste Herz auf der ganzen Welt, wenn man sie erstmal besser kennt. Ich bin extra hierher gekommen, um sie zu überraschen. Ich wollte eine ganz besondere Blume für unseren Jahrestag pflücken. Du bist nur mit einem Rechen bewaffnet bis zum Schloss vorgedrungen? Du bist mir ja eine zähe Gärtnerin. Oh, wie lieb von dir. Trotzdem sitze ich hier fest. Würdet ihr beide mir helfen, Liebes? Neuer Freund, die Gärtnerin. Eine liebenswerte Dame, die nur Blumen und Gemüse im Kopf hat. Und ihre Frau. Ah ja, mal wieder ein neuer Charakter. Vermutlich gibt es auch da dann wieder irgendwelche speziellen Aufgaben oder eben vielleicht auch ein Minispiel. Wir haben ja noch eins offen. Weiß zwar nicht, was man hier mit Pflanzen vielleicht dann machen will, aber hey, ich lasse mich gerne überraschen. Okay. So, dann gucken wir mal. Ah. Das sind Hindernisse, ja gut. Das hätte ich mir denken können. Autsch, davon werde ich Kopfschmerzen kriegen. Aber, das heißt, diese Blöcke können wir verschieben, auch wieder nur in eine Richtung. Ja, viele Schieberätsel vermutlich. Viele, in welche Richtung muss ich schlittern, Rätsel. Da bin ich mal gespannt. Okay, wir haben eine Frucht. Aber wo soll diese Frucht denn jetzt hin? Da sehe ich noch nichts. Und ich sehe auch nichts, um die rüber zu schießen. Na gut.
Aber wir wissen erst einmal, wo wir sie finden würden. Irgendwo hier soll sich auch eine Schatztruhe befinden. Ja, aber ich komme da ja nicht lang. Feuer habe ich hier in der Gegend jetzt auch noch nicht gesehen. Merkwürdig. Dann müssen wir wohl hier entlang. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier mehr unsere Wege planen als vorher. Aber das kriegen wir schon hin. Der erste Levelball ist auch dabei. Schön, schön. Und damit können wir diesen Hebel endlich nutzen. Aber meine Frage bleibt, wo kriege ich das Feuer her? Ach, hier. Na gut. Erst einmal kommt der hier weg. Dann kommen die Ranken weg. Und den Schatz holen wir uns auch direkt. Sehr schön. Leider keine neue Spur, aber unseren Rolli-Schapel soll das mal nicht stören. Okay, das Feuer, das Feuer, das Feuer. Wie war es denn da unten? Gab es unten auch noch Ranken? Ich gucke einfach mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit heute. Nee, da sehe ich nichts. Na gut. Hier... Dann gehen wir auch mal rüber. Ich muss sagen, was sehr angenehm ist an Schwertquest, ist, dass man es ja eh eigentlich immer nur mit einer einzigen Hand spielen kann. Und deswegen kann man auch perfekt dabei Kaffee trinken oder andere Warm- oder Kaltgetränke. Das ist schon sehr, sehr nett. Okay, hier ist der Ausgang, aber ich habe ja erst eine Truhe, glaube ich. Naja, ich kann das am Ende nochmal nachgucken. Bisher sind wir ja eh noch am Anfang des Levels. Was ist das denn? Ich weiß, das sieht super gefährlich aus. Ja. Und können wir damit irgendwas machen? Ah, das Hochkicken. Cool. Ich war mir nicht ganz sicher, ob wir das schon hinkriegen mit der Schwertlänge. Aber schön. Okay, da oben ist eine Arena, aber da kommen wir eh noch nicht so schnell hoch. Dafür ist Schwertchen noch nicht lang genug, dass wir das irgendwie kicken könnten. Da brauchen wir noch ein paar Gegner in der Nähe. Und ist das hier Nebel oder kommt das erst oben? Ja, oben. Wie es scheint. Ich bin ja ein bisschen irritiert, dass sich Schwertchen hier in der Kälte so wohl fühlt. Weil er hat ja auch gesagt, fühlt sich an wie zu Hause. Und ja, sicher, das ist ja auch in der Nähe seines Zuhauses und so. Aber ich hätte schon eher erwartet, dass ihm die Hitze aus der Schmiede besser gefällt. Ja, auch generell der Bosskampf beim letzten Part. War nicht ganz so meins, muss ich sagen. Ich fand auch, der hat sehr abrupt geendet. Und war nicht so klar strukturiert wie die anderen Kämpfe. Ich konnte auch nicht super viel mit seinen Aussagen anfangen. Bezüglich der Königsfamilie. Daher bin ich mal gespannt, was sich da noch ergeben wird. Ist halt ein bisschen mysteriös, aber... Naja. Okay, wo soll dieser Block hin? Eigentlich gibt es ja nur eine Variante gerade. Soll der nach oben? Ja, ne? Ja, schon. Gut, damit dürfte der geblockt sein und wir kommen hier lang. Ja, hier ist wieder irgendwo eine Truhe, aber wir haben noch kein Feuer. Das ist natürlich blöd. Komme ich denn hier nochmal lang?
Das sieht mir halt gerade noch nicht so danach aus. Deswegen holen wir uns hier mal das Feuer fix. Nicht, dass ich hier unnötig lange Wege wieder gehen muss. Super. Perfekt. Neuer passiver Talisman. Starke Seele. Stelle mit der Zeit Herzen wieder her, nachdem du Schaden erlitten hast. Ja, schön. Werden wir auch gleich mal ausrüsten. Der sonstige Plan für diesen Part wird sein, dass wir nicht etwa gleich in ein neues Level heute gehen, sondern dass wir danach ein paar Herausforderungen noch spielen und natürlich mit der Gärtnerin reden. Mal sehen, was die uns da noch zu erzählen hat, vielleicht über diese Welt. Aber ja, wir haben noch so viele Herausforderungen und ich will das nicht alles irgendwann nur in einen einzigen Part reinkloppen. Da sollten wir schon nochmal gucken, dass wir das ein bisschen besser verteilen. So, wer ist da noch? Och du! Den habe ich ja gar nicht gesehen da unten. Auch da ist wieder ein Weg und wir bräuchten Feuer. Ja, und hier genauso. Also, Feuer. Hä, wo bekommen wir das denn jetzt her? Gar nicht. Das kann aber auch nicht sein, oder? Das ist schlecht. Da müssen wir da ja irgendwie nochmal nach oben kommen. Okay, gehen wir erstmal runter. Wir kennen ja jetzt wenigstens diese Position. Ich wäre halt eh nicht zurückgekommen an die Stelle, wo Feuer war. Ah, nee, 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 nee. Okay, okay, okay. Nochmal darüber. Ach so, wir müssen da ja eh irgendwann wieder nach oben. Fällt mir gerade auf, weil da ja auch der Levelball ist. Ja, gut. Das war wohl unnötig. Dann drehen wir einmal kurz die Runde. Und anschließend... Ja, okay. Schwertchen braucht wieder eine gewisse Länge. Deswegen sind die hier auch gleich wieder respawned. Ist super. Okay. So, war es das jetzt? Ja, damit kommen wir nämlich daran. Alles klar. Gut. Was können wir denn hier aber jetzt machen, hier unten, was vorher nicht ging? Nee, da waren wir doch, oder? Ich bin gerade... Ach so. Ja, gut. Das habe ich nicht mehr gesehen. Oh Gott. Dann wieder da nach oben. Und so kommen wir eh hier ran, wie es scheint. Ja. Ja. Das war nicht mein hellster Moment, aber erst einmal den Levelball abholen. Sehr schön. Und irgendwo im Süden ist dann der nächste und letzte. Aber wie gesagt, hier sind noch ein paar Ranken. Daher muss unser Rollifahrer da ganz schnell nach oben fahren. Und wir holen uns eine Truhe. Jo, schön. Wieder nur ein paar Münzen, aber egal. Dann darüber. Wenn ich mich nicht irre, haben wir jetzt bislang 4 gefunden. Dann warten noch ein paar auf uns. Aber wer weiß. Das kann ja schnell gehen. Da schon die nächste. Bilde ich mir das ein oder wird unser Abenteuer von Minute zu Minute beschwerlicher? Ja, wenn es hier irgendwelche riesigen Eisfelder gibt, dann ja sowieso. Gut, eine Frucht. Eine Frucht. Wir brauchen das Feuer. Und nun brauchen wir halt auch die Früchte. Und wir haben oben ja vorhin noch eine gesehen. Gleich am Anfang. Da ist eben die Frage, wie wir von hier aus da rankommen können. Ist das vielleicht hier schon direkt möglich? Jo. Super.
habe ich mich mal daran erinnert, wo ich was gesehen habe. Das ist ja eine wundervolle Leistung. Okay. 5 Uhren und wir haben Feuer. Das war auch die einzige Stelle, wo wir hier Feuer brauchen, ne? Ja. Super. Dann gehen wir schon mal nach unten. Okay, hier ist Nebel. Machen wir direkt auf und... Ja, Münzen, Münzen. Aber dann sind wir einen Ticken zu früh hier fertig gefühlt. Oder versteckt sich irgendeine Truhe hinter solchen Bäumen? Das wäre ja auch ein bisschen fies, aber nicht unmöglich. So, bitte sehr. Was haben wir hier noch? Ach, gleich 2 davon. Ja, dann brauchen wir irgendein Eisgedöns, was vermutlich in die obere rechte Ecke geht. Und da ist noch eine Truhe. Also müsste sich hier unten Eis befinden. Ja. Genau, wir haben nur einen einzigen Block und deswegen muss der in diese Ecke rein, weil er dann beide Strahlen verhindert. Wir kommen an die Truhe. Super. Neue Spur. Die Gruselspur. Eine Spur aus unsäglichen Schrecken, die jedem Streich deiner Klinge folgen. Werden wir beim nächsten Part nutzen. Aber nicht heute. Okay, vermutlich brauchen wir diesen Eisblock dann oben links in der Ecke. Weil wir dann auch endlich diesen Hebel nutzen können. Und da hinten rechts, da ist noch ein Areal, wo wir noch nicht waren. Da dürfte sich dann die letzte Schatztruhe verbergen. Okay, sehr gut. Rüber da. Ja, ja. Erst einmal eine Arena natürlich. Aber die Musik, die war gerade ein bisschen epischer als sonst. Aber der Kampf selber nicht. Nicht mal ansatzweise. Genau, nicht gleich rüber, sondern erst einmal nach rechts gehen. Noch ein paar Münzen und ein paar fiese Vögelchen. Die Frage ist, ob wir hier noch etwas brauchen. Weil eigentlich dürften sich hier keine Truhen mehr verbergen. Nö, wir haben alle. Dann können wir uns endlich aufmachen zum Ende des Levels. Das war schon mal ein sehr guter Start in den geborstenen Gipfel. Oder auf dem geborstenen Gipfel. Ich habe jetzt immer in gesagt, das ist natürlich grammatikalisch komplett inkorrekt. Und da muss ich auch das Spiel mal wirklich loben, weil die Übersetzung bislang ziemlich gut war. Ich habe, glaube ich, einen einzigen Tippfehler mal gesehen, was echt nicht viel ist im Verhältnis. Der Frostgipfel wurde abgeschlossen und wir haben alle Truhen gefunden. Neues Minispiel. Vorsicht, Ungeziefer! Verteidige den Garten der Gärtnerin gegen Wellen von Monstern. Am Ende jeder Welle erhältst du eine Belohnung und die Hindernisse werden in jeder Spielrunde zufällig platziert. Ja, wie cool. Wir haben auch ganz viel, was die Leute uns erzählen wollen. Erst einmal werden wir aber den neuen Talisman aufstufen. Starke Seele. Wunderbar. Stufe 3. Irgendetwas vergessen? Nö.
Und scheinbar gibt es auch nur noch eine Fähigkeit, die wir finden können. Da bin ich auch mal gespannt. So, dann geht es aber erst einmal ab zu dem Metzger. Was ist denn das für ein Gestank? Ich hoffe, ihr habt alle Hunger. Ich bereite einen Topf für uns zu. Ich esse nicht, den Himmel sei Dank. Wie schade für dich. Ich bin heute Morgen mit einem brennenden Verlangen aufgewacht. Fleisch zu zerhacken und zu kochen. Wisst ihr was? Mit der richtigen Art von köstlicher Kreatur wäre mein Eintopf noch besser. Schafel, ich glaube, wir sollten weglaufen. Oh, eine neue Aufgabe? Ja, dann machen wir die erstmal. Neue Aufgabe, Essenzeit. Der Metzger braucht Zutaten für seinen köstlichen Eintopf. Aber mit der Gärtnerin zusammen. Naja, schön. Dann ist das thematisch ja passend, dass wir die beiden irgendwie zusammenbringen. Zumindest auf kulinarische Weise. Die Gärtnerin hat ja eine Frau. Und Polygamie, weiß ich nicht, wie viel die davon halten. Ist ja auch ihre Sache, nicht wahr? Okay. Also, wir gehen erstmal in den Süden. Ja, da können wir noch nicht so viel machen. Erstmal rübergehen nur. Ah, eine Kanone, okay. Die Frage ist halt, wofür? Ach so, für eine Frucht. Ja, das ist ja fast egal, wo die landet, oder? Super. Rüber da. Dann gehen wir da hoch. Und bringen diese Frucht zu den beiden in den Eintopf hinein. Okay, dann in den Norden. Da ist auch schon mal eine Bombe. Sehr gut. Die brauchen wir an zwei Stellen. Einmal bei der Frucht unten, aber auch natürlich bei dieser Passage. Ja, da bin ich mir unsicher, was der beste Moment wäre. Die Mitte ist schon ein bisschen schwieriger zu treffen gerade. Nee, 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 nee. Da muss ich das noch ein Ticken abwarten. Sehr schön. Sehr gnädig mal wieder. Aber es hat geklappt. Irgendwann kommt man auch damit hier zu Rande. Sehr schön. Wieder weiter in den Nordosten. Auch da ist wieder eine Schraube. Wir brauchen Feuer. Gibt es hier aber nirgends. Also weiter nach oben. Ja, das war ein bisschen unglücklich. So. Die Frage ist halt ein bisschen gerade, warum tut sich der Metzger mit der Gärtnerin zusammen, wenn er doch davor von Kreatur geredet hat, die er in den Eintopf werfen will. Aber gerade bringen wir ihm ja auch nur irgendwelche Früchte. Finde ich schön. Aber eben auch merkwürdig. So, wieder ein paar Bomben. Oh nein, wow. Das ist mal eine coole Aufgabe. Ja, zwei auf einmal, sehr schön. Verdammt, ich habe mich treffen lassen. Aber halb so wild. Naja, wir haben auch mittlerweile genügend Herzen. Muss man auch einfach mal zugeben. Und dazu noch irgendwas, womit wir uns generieren können. Also, schlecht geht es uns hier nicht. Jetzt frage ich mich aber ein bisschen, warum gab es da Ranken, wenn ich nirgendwo hier Feuer sehe? Weil ich kann mich an dieses Level mal wieder nicht erinnern, dass wir hier schon mal gewesen wären. Egal, weiter geht's. Die Frucht haben wir gefunden. Dann bringen wir die noch nach unten. Oh nein. Sehr schön. Das Monster hat sie nicht bekommen. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Dann gehen auch wir wieder nach unten. Die darf ja nicht kaputt gehen, die Beere.
Bitte, Rinder. Ja. Und dann ist auch diese Aufgabe gelöst. Essenszeit abgeschlossen und es gibt einen neuen Lebenstrank. Dann reden wir auch endlich einmal mit der Gärtnerin. Oh, dieses Lager ist ja etwas unordentlich. Wisst ihr, ich mag es gern sauber und oh, das kann ich bestätigen. Mein Liebling, unsere Freunde hier haben mir geholfen. Ich war so sehr damit beschäftigt, die perfekte Blume für dich zu pflücken. Als mich ein Vogelschwarm angegriffen hat, jetzt habe ich nicht mal die Blume dabei. Ich bin nur froh, dass es dir gut geht, Schatz. Unsere Freunde haben unseren aufrichtigsten Dank verdient. Nicht nur unseren Dank, Liebling. Als Zeichen unserer Dankbarkeit werden wir euch bei eurem Abenteuer helfen. Ich wusste, dass sie das sagen würde. Wir werden euch helfen, so gut wir können. Oh, ihr seid so ein süßes Paar. Eine weitere Aufgabe? Na gut. Neue Aufgabe, ihr Schatz. Verteidige die Blume, die die Gärtnerin pflücken wollte. Oh, und auch wirklich der Vogelschwarm ist dabei. Ja, gut. Keiner von denen darf die Blume erreichen. Ja, das wäre mir recht, wenn ich halt wüsste, wie. Ach so, und ich darf die Blume vermutlich halt nicht kaputt machen dabei. Alles klar. Kisch, kisch! Weg, ihr Vögel! Dann werde ich mich einfach am Rand aufhalten und immer gucken, dass ich ein bisschen hoch und runter fahre. Hallo, komm doch her. Du blöder Vogel. Der hat keine Lust, wie es scheint. Zwei noch. Ach, jetzt komm doch bitte. Was soll das denn? Das ist so... Also diese Aufgabe gefällt mir gar nicht. Und scheinbar, sobald die irgendwie Schwertchen berühren, sind sie halt eh weg. Und daher passt das. Oh wow, da bin ja sogar ich ins Schwitzen gekommen. Ja, aber ich habe doch die Blume jetzt zerstört. Moment mal, ich kann ja gar nicht schwitzen. Naja, trotzdem abgeschlossen, wir haben Goldmünzen erhalten. Sowie natürlicher Stoff, der perfekte Stoff für Bauernkleidung. Ja, da habe ich mehr Glück als Verstand gehabt, aber ist mir recht. Gut, dann schauen wir uns auch mal das Minispiel einmal an. Einführung. Vorsicht, Ungeziefer. Verteidige den Garten der Gärtnerin gegen Wellen von Monstern. Am Ende jeder Welle erhältst du eine Belohnung und die Hindernisse werden in jeder Spielrunde zufällig platziert. Ja, die Frage ist halt für mich ein bisschen, was heißt denn hier, der Garten soll verteidigt werden? Also ja, oben rechts sind halt ein paar Blumen, ne? Aber sonst? Keine Ahnung, was damit gemeint sein soll. Wie kommen die denn darüber? Das verstehe ich halt noch nicht. Aber egal, wir gucken mal. Vielleicht heißt es auch nur, dass ich nicht sterben soll. Da sind zwei weitere Hindernisse. Ah, und da ist jetzt eine Blume. Ach nee, das ist wieder so eine Sumpfblume. Okay. Finde ich jetzt noch nicht so wild, muss ich sagen. Aber vielleicht kommt da noch irgendwas. Ah, da ist ein Upgrade. Sehr schön. Verflucht, oh Gott. Naja, Belohnung kann man das nicht nennen. Aber okay. Hört das auch irgendwann mal auf? Ja, sehr schön. Aber normalerweise waren das ja immer Upgrades und positiv für uns irgendwelche Sachen. Und jetzt ist es so negativ. Das finde ich auch komisch.
Ach, ist das jetzt aber eine Blume, die ich... Nee. Ich habe mich total veräppeln lassen von dem Ding. Ich dachte, das soll ich jetzt vielleicht verteidigen. Ich verstehe es halt echt noch nicht zu 100%. Ich verstehe auch nicht, warum das hier so negativ für mich ist. Was soll das denn? Und warum bin ich da jetzt hängen geblieben? Also es scheint wirklich ein reiner Kampfbereich zu sein. Auch dieses Kampfarena-Minispiel finde ich nicht wirklich erfreulich. Das hat damit zu tun, dass eben unsere Upgrades, die normalerweise immer etwas Positives dargestellt haben, hier plötzlich auch eine verfluchte Version darstellen können, die Schwertchen irgendwie schaden. Deswegen habe ich persönlich versucht, in meinen späteren Anläufen immer wieder diese Überraschungsbälle zu vermeiden, weil ich damit einfach nicht planen konnte, ob etwas Gutes oder Schlechtes passiert. Und ehrlich gesagt sind die auch meistens nicht so hilfreich. Es gibt ein paar positive Effekte, wie zum Beispiel ein Blitzeinschlag, womit die Gegnermassen allesamt gelähmt werden. Aber so richtig doll ist es eben nicht. Das steht nicht im Verhältnis zu den Flüchen. Die machen nämlich ganz schön Schaden bei einem selbst, habt ihr ja schon gesehen. Ansonsten gilt auch hier mal wieder, dass man die verschiedenen Angriffsmuster der Monster auswendig lernen sollte, um dann schnell darauf agieren zu können. Insbesondere bei den Vögeln reicht es, wenn die einfach nur auf die Klinge fliegen. Also positioniert da am besten Schwertchen in die Richtung. Wenn die runterstürzen, dann sind die weg. Was ich auch nicht ganz verstehe, ist, warum man nicht nach jeder Runde ein Herz bekommt, sondern nur nach manchen. Gerade am Anfang ist es eben noch relativ egal. In den späteren wäre es schon sinnvoll und nützlich gewesen, aber so richtig vorhersehbar war es für mich nicht, wann die kommen und wann nicht. Nun aber viel Spaß euch beim Kämpfen und natürlich ganz viel Erfolg. Und nach dieser kleinen Kampfeinlage wollen wir auch bei dem Prüfungsmeister wieder vorbeischauen. Denn der hat eine neue Herausforderung in Saison 1 dabei. Herausforderung 10. Verlasse den Irrgarten vor Ablauf der Zeit.
Na gut, dann müssen wir auch hier mal wieder erst den Weg finden. Natürlich würde sich erst einmal links mehr anbieten. Aber ich nehme an, wir müssen einen Weg finden und den auswendig lernen. Und dann eben das nächste Mal bei dem nächsten Versuch richtig durchführen. Weil ich glaube nicht, dass wir das auf Anhieb schaffen. Ist ja eher selten der Fall. Aber mal sehen. Ich denke, der muss nach links. Dann haben wir hier Platz. Dann kommen wir hier durch. Ja. Ah, nee, nee. Das ist eine Sackgasse. Wir fahren einmal eine Abzweigung weiter. Weil ich könnte mir vorstellen, ja, das sieht gar nicht so übel aus. Lasst uns da mal runterfahren. Da ist ein Schwert. Ja, ja, doch, ja. Hey, nicht übel. Nicht übel. Schwertchen und Schafel. Ihr habt es fast geschafft, aber eben nur fast. Super. War nur mit Glück am Ende, aber das nehme ich gerne. Und dafür steigen wir auch nochmal in die Saison 2 ein. Herausforderung 17. Erreiche vor Ablauf der Zeit das Ziel. Wieder ein bisschen fröhlichere Musik, aber wird die Herausforderung auch so fröhlich sein? Naja, 4 Minuten hätten wir wohl Zeit. Das bedeutet für mich, das könnte ein bisschen belastend werden. Aber ich lasse mich erst einmal darauf ein. Eine Bombe. Sehr gut. Das klingt ja schon mal nicht verkehrt. Wir metzeln alles nieder und brauchen noch eine Bombe. Okay. Dann wieder nach oben. Ich hoffe, es kommen keine Monster nach. Nein, wir kommen da durch. So weit, so gut. Wieder eine Bombe benötigt, wie es scheint. Diesmal wohl auf der Seite. Also bisher ist es entspannt, aber ich denke, die späteren Stufen dieser Herausforderungen können noch irgendwas Böses mit sich bringen. Ja, wir nehmen alle Bomben. Also wir werden erst einmal von links nach oben nach rechts uns durcharbeiten und da alles niedermähen. Weil ich glaube, links ist ein Hebel, den wir brauchen werden. Oben müssen wir sicher lang. Und rechts, wo die Monster sind, naja, da könnte ich mir vorstellen, brauchen wir auch noch irgendwas. Aber mal gucken. Vielleicht ist Schwertchen gerade auch einfach nur zu kurz. Ja, ich fürchte, man käme da nämlich gar nicht ran gerade. Aber damit die Monster uns nicht nerven, werden wir ihren Zugang erst am Ende aufspringen. Aufsprengen, natürlich. So. Genau, da sind nämlich ganz viele. Das ist sehr schön. Damit bekommt Schwertchen die richtige Länge und wir können endlich den Hebel benutzen. Okay, ein weiterer Weg. So weit, so gut. Es läuft ja halbwegs geschmeidig gerade. Wir brauchen wieder eine Bombe. Na klar. Die wird sich da hinten befinden. Ja, aber dann kommen wir nicht mehr so einfach darüber. Deswegen müssen wir in den Norden. Aber da ist noch ein weiterer Weg. Das dürfen wir nicht vergessen. Nicht jetzt einfach schon wieder die Brücke zurücksetzen, sondern auch oben eine weitere Bombe hinbringen. Okay, jetzt dürfte es reichen. Wir können den Weg weiter voranschreiten. Also Brücke wieder dahin. Rüberrollen. Und dann geht's nach oben.
Auch da ist nochmal eine Bombe. Wir haben nur noch eine Minute Zeit. Also so viel ist das hier eben dann gar nicht. Ja. Okay, erstmal wegsäbeln. So gut wie möglich. Ah, die Bombe brauchen wir aber schon noch hier. Ja gut, wir sprengen einfach alles auf. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwann noch den Weg hinbekommen. So. Wo ist der Hebel? Ist der hier? Ja. Okay, eine halbe Minute, das schaffen wir. Der Weg ist frei und die Herausforderung damit beendet. Hurra! Dann würde ich sagen, noch eine weitere kann nicht schaden heute. Saison 2, Herausforderung 18, führe das Schaf. Na klar. Da habt ihr was zu lachen und ich bekomme schwache Nerven. Oh nein. Bitte, geh rüber. Ja, lass dich nicht zerstören, mein kleines Schaf. Ja, da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, wie wir das heil überstehen sollen im ersten Anlauf. Aber gut, ich probiere es, ich probiere es, ich probiere es. Na toll. Also diese beweglichen Kanonen machen das Ganze natürlich mega schwer. Aber passt schon. Immerhin gibt es hier kein Zeitlimit. Rüber mit dir. Rüber mit dir. Rüber mit dir. Oh weh. Die bewegt sich aber sehr schnell. Bitte. Nein. Oh, das tut mir so leid. Rüber mit dir, rüber mit dir, rüber mit dir. Ja. In Ordnung. Und damit können wir noch zum Abschluss heute zur Krämerin gehen, denn wir haben ja ein neues Material bekommen und können damit den grünen Daumen kaufen. Ein Geschenk von unserer guten Freundin, der Gärtnerin. Damit haben wir auch wieder ein paar Outfits neu am Start und genau diese werden wir beim nächsten Mal auch benutzen, wenn es dann in ein neues Level geht. Der Engpass zum Schloss, den werden wir das nächste Mal beschreiten und ich hoffe, wir werden dort interessante Sachen vorfinden und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr über Schwertchen lernen. Bis zum nächsten Mal.